So, meine Freunde, jetzt bin ich echt nur durch die Wüste gefahren, um einen guten Blick einmal von oben auf Wien zu bekommen. Ja, und stehe da jetzt mitten am Land und hinter mir die Megacity. Also so Sachen, das beeindruckt mich schon, auch wenn ich sehr alternativ bin und für vieles, was so den Fortschritt anbelangt, auch nicht so zum Haben bin, aber so Sachen, die mag ich. Das finde ich schon wieder extrem spannend. Wobei Wien ist, glaube ich, die lebenswerteste Stadt auf der ganzen Welt. Also die ist schon einige Male dazu gewählt worden und hat auch einen guten Sozialbau. Also das heißt leistbares Wohnen für Otto-Normalbürger. So, jetzt schaue ich, dass ich mich wieder verdrucke von da, weil es ist wirklich ein bisschen komisch. Das Licht ist jetzt nicht gerade super, aber hilft nichts. Ja, ich bin jetzt seit vor einer Stunde in Wien, eigentlich schon seit 2 Stunden von Wien, Lobau, aufgebrochen, habe da so 4-5 Stunden so gebraucht. In der Lobau war ein bisschen laufen und bin so ein bisschen herumgelegen, Kaffee getrunken. Baden nicht vergessen, genau, habt ihr eh gesehen. Und jetzt ja, bin ich in einem weiteren Weingebiet, also ich bin jetzt nach Krems. Da wäre es dann an der Donau weitergegangen. Da kommt dann die berühmte Wachau, Marillen, Wein. Und da ist jetzt auch sehr, sehr viel Wein. Ich bin jetzt da oben und geht aber jetzt Richtung Waldviertel, vom Weinviertel ins Waldviertel. Ich werde dann gleich mal umschalten, damit ihr ein bisschen was seht. Und da müsste dann ein Stausee kommen. Und ich hoffe, dass ich da einen gemütlichen Platz finden kann, wo ich halt noch bleiben kann. Morgen ein bisschen und dann. Ja. Wird doch mal nach Hause gehen, mal für 1-2 Tage und dann schauen wir weiter. So, ich bin jetzt an dem Ottensteinstausee angekommen und scheint gut auszuschauen, vor allem auch mit Schlafen hier am Parkplatz. Die App Park4Night sagt auch mehr oder weniger, dass es hier keine Probleme geben darf. Ist jetzt nicht ausgewiesen als Wohnmobil Schlafplatz, aber offensichtlich gibt es keine Schwierigkeiten. Es sind auch ein paar Leute da, die hier offensichtlich schon geschlafen haben. Ja, ich stehe jetzt hier heroben und schaue auf den See hinunter. Ich kann nur nicht in die andere Richtung, weil dann das Licht schlecht wird. Na ja, gut. Es ist ein bisschen besser, man sieht es. Ja. Der Ottensteinstausee ist ein verzweigtes Wassersammelsurium. Es hat sich für mich noch nicht ganz erschlossen, wo jetzt überall See ist. Das, was man da so sieht, scheint so der Hauptteil zu sein. Mit vielen Nebenärmen, Armen. Jo. Ja, und da noch einmal Blick auf den Ottensteiner Stausee. Es liegt sehr idyllisch hier im Waldviertel in Niederösterreich. Ja, es gibt immer wieder Flecken, die man auch als Österreicher nicht unbedingt kennen muss, auch wenn ich auch hier schon mal vor Ewigkeiten mal da war, aber nicht lange, nur mal kurz auf den See geschaut, glaube ich. Aber noch nicht richtig da geschlafen und ich freue mich morgen darauf, den See mit dem Stand-Up-Paddling-Board zu erkunden. Das wird sicher geil, vorausgesetzt das Wetter passt. Das ist natürlich klar. Und wenn das Wetter passt, wünsche ich mir natürlich auch keinen Wind, weil es ist nämlich kein Segelboot. So, guten Morgen meine Lieben. Heute ist Samstag, wenn ich nicht irre, der 17. Juli. Und ich sitze hier am Ottensteiner Stausee, das ist im Mühlviertel Richtung, nicht im Mühlviertel, im Waldviertel Richtung Zwettl. Ein wunderschöner See und dieses Waldviertel und auch das angrenzende Mühlviertel in Oberösterreich sind ja bekannt für diese Steinsformationen, für diese Geologie und eben auch dafür, dass immer wieder Steine, sogenannte Findlinge, die einfach irgendwo
plötzlich liegen, stehen gewisse Steinsformationen, wo keiner weiß, warum die plötzlich da sind. Ja, das ist so das eine, und es wäre an und für sich eigentlich da oben kein Problem gewesen zu übernachten. Am Parkplatz, es waren schon einige da, die haben gesagt, sie waren schon eine Nacht, und ich habe auch in dieser sogenannten App Park for Night, also Parken, Schlafen für eine Nacht, da waren eigentlich auch gute Rezensionen diesbezüglich. Und deswegen war ich auch eigentlich auch guter Dinge und wollte eigentlich dann irgendwann einmal ins Bett, ins Auto gehen. Und plötzlich sind so junge Leute mit ein, zwei Autos dahergekommen, laute Musik haben, Lärm gemacht. Dann haben wir gedacht, okay, gut, die sind jung, vielleicht feiern sie ihre Matura, ich weiß es nicht. Und machen ein bisschen Lärm und fahren dann wieder. Ja, manche sind dann auch gefahren, nur plötzlich sind sie dann so, weiß nicht, so circa 30, 40 Meter neben auf der Straße stehen geblieben und haben zum Streiten angefangen. Das ist echt schon immer lustig war. Es war eine Frau involviert und zwei, drei andere, und wie sie dann für mich herausgestellt hat, das sind Russen, ja, die sind dann, also die haben da eine halbe Stunde herumgeschrien und herumgestritten, wo ich nicht gewusst habe, bringen sie sie jetzt um oder was passiert, ja. Und dann ist das Auto plötzlich weg gewesen, denke mir, okay, jetzt ist es vorbei, alles in Ordnung. Dann sind aber immer noch drei Russen herumgeirrt auf der Straße und haben auf Russisch halt laut herumgeschrien, und offensichtlich haben sie was gesucht und waren angefressen und ich weiß nicht was. Und das ist so, sage ich jetzt einmal, eine Stunde dahin gegangen. Ich habe dann auch irgendwann einmal mit einem zum Reden angefangen, hatte aber auch etwas Angst, muss ich auch sagen. Da habe ich gedacht, okay, gehst einfach einen Schritt vorwärts, vielleicht ändert sich das. Der eine war nicht so ganz so ungut, aber halt so nach dem Motto, die Österreicher alle blöd und wir in Russland, wir kommen und wir machen euch alle nieder. Und ja, das ist also in die Richtung, wie es da hingegangen, ich habe es dann gelassen. Sie haben da herum da und herumgeschrien und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann waren sie plötzlich weg, das Auto gekommen, plötzlich waren sie weg und dann waren sie wieder da. Und dann in der Zwischenzeit habe ich schon geschaut, ob man woanders abparken kann. Ich habe gesehen, okay, da gibt es in 5-6 Kilometern von da gibt es auch einen Parkplatz. Zwar nicht an einem See, aber da kann man offensichtlich auch. Da bin ich dann hingefahren und habe dann dort die Nacht verbracht. Im Wald, muss ich auch dazu sagen, war auch nicht ohne. Also ich bin ein kleiner Angsthase, auch was solche Sachen anbelangt. Aber ich habe mich dann auf jeden Fall wohler gefühlt, habe dann einmal so 4 Stunden geschlafen dort, 4-5 Stunden, was mich eh gewundert hat. Und bin so gegen 4:45 wach geworden. Dann haben wir gedacht, okay, ich fahre jetzt wieder her, jetzt wird ja wohl nichts mehr los sein. Und so ist es auch. Und trotzdem merke ich einfach, da ist einfach jetzt eine komische Energie. Und ich glaube nicht, dass die vom See oder vom Platz ausgeht, sondern die Energie, die natürlich ich da jetzt aufgenommen habe, oder die einfach auch diese Gewalt, die einfach auch da war, die mir einfach auch was triggert und in mir eigentlich sagt, fahr weg, fahr weg, fahr so schnell wie möglich weg. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, Wahnsinn, das ist ein schöner See, du bist jetzt da, nutz heute jetzt noch ein paar Stunden. Das Wetter ist jetzt auch so herum ein bisschen, es ist eher bewölkt, dann kommt die Sonne wieder raus. Also ich bin so ein bisschen im Wiegelwoggel, wollte eigentlich mein Sub auspacken und den See ein bisschen erkunden, weil das natürlich interessant ist, weil der hat so einige Arme, wo man reinfahren kann. Also man sieht ja da nur so den Hauptteil. Hätte mich schon interessiert. Ja, ich werde jetzt einmal da ein bisschen verweilen. Man muss einmal diesen Stein da hinten anschauen, auch diese Formation ist das, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe. Ja. Ja, mal schauen, ob ich da bleibe. Werden wir eh sehen. Also jetzt kriege ich Armweh und trinke mir meinen Kaffee fertig. So, meine Lieben, jetzt habe ich es geschafft auf den Felsen da heraus, wo man, den man von außen vorher gesehen hat, wo man her schwimmen muss oder mit dem U-Boot oder was auch immer. Ja, ich habe jetzt ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Ich weiß noch nicht, wie es werden. Werden wir sehen oder haben wir schon gesehen? Je nachdem, wie es einbaut, wenn was ist. Der Wind geht relativ und meine Akkus waren immer sehr voll von der Drohne. Wie auch meine Akkus, naja, die sind auch so halb voll. Heute geht es wieder ein bisschen besser. Gestern habe ich mich relativ schlapp gefühlt. Heute ist wieder Tatendrang da und ja, es ist einfach herrlich, wenn man auf Reisen geht und schaut, wo
Plätze sind. Und vielleicht wird es jetzt auch meine Hauptaufgabe zu schauen, wo Plätze sind für die, das 4. G, für die Gesunden im Körper und vor allem eben auch im Geist. Es kann ja sein, dass wirklich immer jemand krank ist. Es kann sein, dass jemand eine schwere Krankheit hat. Wichtig ist, dass er im Geiste gesund ist. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Ja, und da drüben, das beobachte ich schon länger, da steht, glaube ich, ein Zelt oder was immer, auf jeden Fall sind da Leute. Das würde mich auch interessieren, ob die da wild campen oder so, finde ich, wenn es so ist, auf jeden Fall super, super, super cool. Ja, es sind immer wieder ganz spannende Felsformationen, sogenannte Findlinge. Wie die dahergekommen ist, wissen nur die Wissenschaftler. Ich merke jetzt einfach schon langsam, wow, jetzt bin ich 15 Tage unterwegs, also mit Kroatien dazugerechnet natürlich. Kroatien 9 Tage verbraucht und jetzt in Österreich 6 Tage. Ich merke schon langsam, dass ich wieder mal ein paar Tage zu Hause in meinem Bett schlafen möchte. Vielleicht ein kleines Fazit zu der ganzen Sache. Jo, also was für mich ganz wichtig war, was ich wieder gemerkt habe, es ist so gut einfach länger auf einem guten, guten Platz zu sein, wie das einfach in Kroatien so war, da einfach mal nicht irgendwo wieder herumfahren. Und diesmal bin ich wirklich mit meinem Auto, wie ich in Kroatien eben war, die 9 Tage, nicht einmal wohin gefahren. Und das tut mir einfach gut. Ich bin sowieso jemand, der sehr viel unterwegs ist und da einfach mal 9, 10 Tage nur dort zu sein. Das Gebiet ist ja sehr weiträumig, wie ihr gesehen habt. Das heißt, man ist ja eh nicht eingesperrt auf ein paar Quadratmeter, sondern kann eh zu Fuß viel erkunden oder eben auch mit dem SUP in dem Fall. Ja, das andere ist dann die Reiserei, mehr oder weniger in Österreich. Wo ich gemerkt habe, es erschließen sich einfach neue Qualitäten. Wenn man nicht so, wie man es gewohnt ist, was ja auch nicht immer so einfach ist, sofort den richtigen Campingplatz zu finden. Aber wenn man einfach wirklich da in dem Falle die Campingplätze außen vor lässt und dann immer wieder zu schauen, wo kann ich stehen bleiben, wo kann ich dann auch in Ruhe sein? Ja, das redet sich ja immer so leicht. Ja, mit dem Auto, du bleibst irgendwo stehen und schlafst. Das stimmt teilweise und teilweise auch nicht. Weil ich habe schon Phasen erlebt, da bin ich Kilometer gefahren, Kilometer, und ich hätte keine Möglichkeit gehabt, eine halbwegs normale Möglichkeit, wie irgendwo zu stehen, geschweige denn überhaupt dort dann eine Nacht zu verbringen. Also, das ist nicht immer so einfach, vor allem in nicht ganz so erschlossenen touristischen Gebieten. Das macht einen Unterschied, wenn du in Kärnten, im Salzburger Land, auch in Tirol unterwegs bist. Da ist alle 500 Meter auf einer befahrenen Straße eine
eine Stehmöglichkeit, eine Parkmöglichkeit, eine Jausenmöglichkeit. Das gibt es in anderen Bundesländern wie Oberösterreich, Burgenland, Niederösterreich einfach weniger. Ja, also, und das hat dann eine neue Qualität, dann wirklich zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass ich das Richtige finden werde. Schlussendlich haben wir natürlich auch eine App. Die App, wie heißt das schon wieder? Park for Night, for One Night oder irgend so die Richtung. Also die hat mir schon ein bisschen geholfen, weil es eben hier einfach auch mittlerweile ausgewiesene Plätze gibt. Entweder wo man zahlen muss für einen Wohnmobilstellplatz, wo man ja keine Tests braucht. Oder eben Parkplätze, wo man weiß, okay, da gibt es kein Halte- und Parkverbot. Und man darf ja grundsätzlich, ist es ja nicht verboten, wo zu stehen, um sich auszuruhen, ja, für 24 Stunden. Aber wie gesagt, es ist nicht immer so easy, aber ich habe darauf vertraut, immer das Richtige zu finden. Und schlussendlich habe ich auch immer das Richtige gefunden. Und es hat dann natürlich die andere Qualität, als wenn man wo tagelang wo ist, dass man eben viel sieht, ja, wohin fahren kann, wo man möchte. Man sagt, okay, wow, das wäre jetzt total interessant. Das möchte ich mir mal anschauen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir die Spots angesehen, die ich nicht so kannte, ja, wie diesen See zum Beispiel, jetzt den Ottensteiner Stausee oder auch Neusiedler See, war ich auch bewusst noch nie so richtig. Ja. Oder was war noch? Am Aachensee. Da habe ich mir ein Seminar gehabt vor über 25 Jahren, aber da habe ich vom See nicht viel gehabt. Und so habe ich einfach halt einmal bewusster erlebt. Ja, und viele andere Punkte auch, die man halt dann einfach sich anschaut. Rattenberg, Güssing. Und da ist auch Österreich nicht so klein. Da gibt es immer noch Plätze, Punkte, wo man verweilen kann und hinfahren kann. Ja, das andere ist einfach, wie gesagt, was ich jetzt einfach merke, ich bin halt auch schon ein bisschen extrem, das muss ich schon auch sagen. Ich bin gestern noch bei sengender Hitze eine 8 Kilometer Runde in der Lobau gelaufen. Das macht dann natürlich schon auch ein bisschen müde. Ja. Ich übertreibe es dann vielleicht ein wenig. Und ja, aber es ist wichtig, dann immer wieder den richtigen Zeitpunkt zu finden, um sich wieder zu erholen. Und heute und morgen ist jetzt einfach einmal nur außer spazieren gehen. Eine kleine Wanderung, so wie jetzt, ein paar Kilometer zu Fuß. Mal nichts angesagt. Ich werde heute noch nach Hause fahren. Ich bin jetzt so da, schätze mal, gute 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Vielleicht mache ich nur einen Besuch auf einen Café. Und da werde ich mal so ein, zwei Tage ein bisschen putzen, zusammenräumen, ins Auto, waschen. Das war ja auch so ein Phänomen. Ich habe bei der ganzen Fahrerei nicht einmal eine Möglichkeit gesehen, wo man sein Auto schnell mal abspritzen könnte. Wäre ja auch nicht so schlecht. Viel Staub. Nicht einmal habe ich gesehen, wow, da fahre ich schnell zu und putze, wasche einmal mein Auto schnell. Aber ich rede noch gar nicht von Waschen, sondern nur mal kurz runterspritzen. Ja, werde ich machen. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich dann von da wegfahre und ich sehe was, dann fahre ich zu wie schwupp und dann wird einmal kurz drüber gespritzt. Ja. Ja, meine Lieben, in dem Sinne, alles Liebe und hey, macht es nach, lasst euch inspirieren. Geht's auf Reisen. Wir können neue Möglichkeiten erschließen. Da, wo eine Tür zugeht, gehen meistens auch zwei wieder auf. Das ist einfach so. Also, Servus. So, hallo meine Lieben, jetzt zeige ich euch mal, wie ich mit dem Dacia Docker ausbaue und dem Dachzelt
unterwegs bin. Ja. Ja, meine Lieben, so schaut das jetzt aus, das sogenannte Vanlife. So, und das haben wir jetzt schon in der Nähe des sogenannten Tempels.